Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Dom IX-Zylinder mit Zahnkranz und der soll nicht richtig schließen. Da schließt er gar nicht. Da schließt er auch nicht. Na, jetzt schließt er ein bisschen. Also der ist definitiv defekt. Und den wollen wir jetzt mal wieder zum Schließen bringen. Okay, dann werde ich den einmal zerlegen. Fange ich mal auf der Seite an am besten. Die sind also ein bisschen schwierig zu reparieren. Und eigentlich mache ich das ein bisschen ungern. Gesundheit. Danke. Gut, dann machen wir den mal eben auseinander. Und ich habe eine andere Zange dafür, aber die ist nicht in meiner Kiste. Na, was hat der denn hier? Aber das macht nichts. Ich kann mir ja helfen. So, dann ist der Ring schon mal raus. Und jetzt wollen wir mal eben sehen, dass wir den hier irgendwie noch zum Schließen kriegen. Da haben wir ihn. Jetzt muss ich erstmal eben selber gucken. Weil da macht man mal ganz schnell einen Fehler. Und dann geht gar nichts mehr. So. Jetzt haben wir den hier. Ja, da ist er. Ist immer ein bisschen schwierig mit den. So, das Problem, was wir hier haben bei dem. Sind ganz klar die Stifte, die wollen nicht mehr so, wie sie eigentlich sollen. Also müssen wir sehen, dass wir das wieder zum Schließen bekommen. In irgendeiner Form. Und ja, das waren die Unterstifte, die sind jetzt raus. Und dann mache ich mich jetzt mal eben ran, die eine Seite, dass sie wieder funktioniert. Und dann wollen wir gleich mal eben gucken. Dokumentiere das Ganze nochmal. Also den einen Kern habe ich jetzt rausgenommen. Die eine Reihe Stift habe ich nochmal eben rausgenommen. Und diese mache ich auch gleich raus. Aber ich will das nochmal eben schnell dokumentieren. Also das kommt nachher der Stifter rein. Der Bolzen. Da muss ich gucken, dass ich hier die richtige Richtung erwische. Das ist die verkehrte Richtung. Das ist die richtige Richtung. Und dann kommt hier nachher das Bauteil da rein, das ist also die Kupplung, die da hin und her geht, und das geht dann nachher in das Zahnrad. Und da muss ich auch gucken, dass es wieder die richtige Richtung ist, weil wenn ich den andersrum mache, dann habe ich da ein Problem. Also das sind auch nicht so die Sachen, wo man drauf aufpassen muss. Ja, und dann habe ich nachher nur noch wieder eben halt den Zusammenbau. Mehr ist das eben halt alles gar nicht. Gut, so, dann werde ich jetzt mal eben beigehen und das Ganze komplett zerlegen, neu aufbauen, wieder zusammensetzen, und dann sollte der eigentlich wieder schließen. Ja, die eine Seite habe ich jetzt wieder drin. Jetzt stecke ich den Schlüssel rein. Und er dreht einwandfrei, macht auch keine Mucken. Andere Seite. Der ist auch gut. Ja. So, auf alle Fälle geht dieser wieder. Und jetzt muss ich noch die andere Seite machen. Und natürlich die Kupplung muss noch rein. So, das würde dann heißen, bei dem Zylinder hier kommt nachher das noch mit rein. Ja. Okay, dann mache ich mich mal daran und dann machen wir jetzt nochmal eben die andere Seite. Ich habe den Zylinder jetzt wieder zusammen
Und mal gucken. Ja, und ich sollte der funktionieren, weil eben ging er noch. Na, da macht er gerade Spiränzchen. Mal schauen. Da geht er einwandfrei. Na, da stimmt noch was nicht. Also auf alle Fälle ist er auch wieder zusammen. In der einen Richtung schließt er, nur in die andere nicht. Das ist ja auch lustig. Gut, okay. Das ist aber alles gar nicht so tragisch. Das kriegt man noch hin. Jetzt hat er sich beruhigt. Na, das manchmal brauchen die mal so ein bisschen. Mal gucken. Ja, jetzt geht er. Der musste sich jetzt mal eben einspielen. So, wichtig ist immer, wenn man den Schlüssel rauszieht, dass man den Daumen drauf hat. Okay, das macht er. Ja, das muss ich mir noch mal eben ganz kurz angucken. Na, kommt jetzt. Der braucht eine kleine Starthilfe. Ja, jetzt macht das. Gut, dann müssen wir mal eben die Ringe drauf machen. Zumindest erstmal eben den einen Ring hier. Dass mir das nicht wieder auseinander geht. Und zwar aus folgendem Grunde: Ich habe immer ganz oft eine Seite, die gut läuft, und eine, die immer manchmal zuerst mal ein kleines Problem macht. Und dann mache ich immer die Problemseite zuerst, um das Ganze nochmal eben auszuprobieren. Wichtig ist nämlich, dass der Ring hier richtig drauf sitzt, nicht dass mir das alles auseinanderfällt, weil dann habe ich ein Problem. So, lassen wir mal gucken. Ah, das geht aber gleich weg. Das ist ein klein bisschen Knacks der. Ja, wird schon besser. Ja. Das geht aber noch weg, das weiß ich. Das kann ich manchmal von anderen Zylindern auch. Ja, jetzt ist er weg. So, dann haben wir die eine Seite zusammen. Jetzt kommt die nächste Seite. Also das, für mich ist es immer wichtig, dass ich das in dieser Reihenfolge mache. So. Und das hat da was mit zu tun. Dass man mal ganz schnell mal einen Schlüssel reinsteckt und zieht, und dann hat man mal alles auseinander. So, und der macht das hervorragend. Ja. So, und das ist dann auch erledigt. Dann kommt jetzt der nächste Ring. Muss ich mal ein bisschen aufmachen hier. Der hält
das hier zusammen. Also wenn ich sowas mache, ich brauche immer zwei Schlüssel. Sonst ist das schlecht zu machen. Ich weiß gar nicht, was Dom dafür nimmt, diesen Zylinder herzustellen, aber ich denke mal, unter 200 Euro oder unter 250 Euro wird das wohl nichts werden. So. Ja. Ein ganz klein wenig Knucks der, aber das spielt sich noch ein. Diese Seite läuft leicht in Einwand frei. Ich denke mal auch, dass das die Außenseite sein wird. Mal gucken. Ja, könnte sein. Naja, auf alle Fälle könnte ich sagen, der Zustand ist jetzt besser als vorher. Vorher ging er gar nicht. Ja, und jetzt funktioniert er wieder. Gut. Okay, ich teste den jetzt nochmal eben ein paar Mal durch, aber im Schraubstock. Und dann, weil dann hat er die Position, weil so ist klar, da schließt er immer so auch. Aber ob er so aufschließt, wenn er nicht in meiner Hand ist, weil in der Hand ist immer noch was anderes, als wenn es im Schraubstock steckt. Jetzt fragt mich nicht, warum das so ist. Es ist einfach so. Ich habe schon ganz oft gehabt, dass die Zylinder, die ich in der Hand habe und geschlossen habe, dass sie einwandfrei funktionierten. Und als sie nachher im Schraubstock drin waren, da wollten sie auf einmal nicht mehr. Gut, aber dieser Zylinder geht. Auch wenn er gleich im Schraubstock ist, da gehe ich ganz stark von aus. Wie gesagt, das war von meiner Seite erstmal aus. Ein Dom IX10. Dom IX10 Zylinder. Hier steht drauf Dom IX. Wieder in Stand gesetzt. Auf alle Fälle eine ganze Ecke preisgünstiger, als wenn man den jetzt zu Dom schicken würde. Die würden wahrscheinlich sagen nein oder würden 9 machen auf alle Fälle. Und da liegt man also bei 200 Euro, 250 Euro oder sogar mehr. Ich habe mal tatsächlich einen Kunden gehabt, der hat für einen Zylinder, war ein klein bisschen länger, etwas über 300 Euro bezahlt. Das ist ja Wahnsinn. Gut, okay, auf alle Fälle Nachhaltigkeit. Der geht wieder, muss nicht in Schrott geschmissen werden und der kann wieder eingebaut werden, gerade hier mit Zahnkranz. Freut sich der Kunde sicherlich. Und ja, das war es erstmal so von meiner Seite und ich freue mich dann schon wieder auf mein nächstes Projekt.